Letzter Lauf in der 60. Staffel ist gestartet. Racing Kindergarten übernimmt die Führung. Die Motorsportgruppe schieben Crazy Kindergarten. Aber der kommt noch einmal zurück. Da ist noch nichts verloren. Racing Kindergarten ist da vorne. Auf Platz 1, Nico Getschling, als es mit der Startnummer 6 hier führt, das Feld an. Die Running Potatoes werden rausgedreht. Die Duke Boys mit zwei Fahrzeugen jetzt vorne dabei. Auf Platz 2 und 3. Die Motorsportgruppe auf der 4. Sportbogart auf der 5. Und Crazy Dan auf der 6. Position. Siebter Platz für Running Potatoes. 8. Die Duke Dragons. Es ist Action angesagt. Im Kessel von Grimmel. In der 60. Klasse Racing Team Eckart immer noch vorne. Die Duke Boys auch noch auf 2 und 3. Der 4. Platz für die Motorsportbude. Der 5. Platz für Sportbude. Der Crazy Dank ist wieder einmal auf den Erdball gewesen. In dieser Saison jetzt schon das 2. Mal. Also, da wird es schwer, da jetzt noch einmal ranzukommen. Die Flagge für die letzte Runde wird schon gehoben. Und ich glaube, das Ding ist gelaufen. Das Feld hat sich abgesetzt. Wenn es hier jetzt nicht noch einen ganz heißen Positionskampf gibt, Racing Team Eckart ist immer noch auf Platz 1 unterwegs. Die Duke Boys auf 2 und 3 mit dabei. Racing Team Eckart weiter vorne. Sie führen das Feld an. Die Duke Boys gehen auf Platz 2 und 3 über die Ziellinie, die Motorsportboote holen sie den 4. Platz und damit das Viertelfinale. Genauso wie Strong Bulldog hier ins Viertelfinale geht. Wir kommen zur